dass das aber aufgespalten ist in drei Unmöglichkeitsbarrieren, also drei Seiten eines trilithischen Monolithen mit verschiedenen Seiten, hängt daran, dass dabei zwei Geschlechtungskörper beteiligt sind, an der die Verunmöglichung sich vollzieht. Und das Dritte, das das alles ins Werk setzt, das Rhizom, das Keimplasma, das Außenmilieu außerhalb der Membranbarre, an der die erste Unmöglichkeits- und Möglichkeitsresynthesierung zwischen Notwendigkeit und Unwahrscheinlichkeit sich vollzieht.